Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben den 17. Juli 2019. Heute Morgen bin ich mit dem Zug in Freudenstadt angereist, im Schwarzwald. Grund dafür ist, ich will euch den Kinzigtal-Radweg vorstellen. Jetzt bin ich hier schon runtergefahren, ein Stückchen den Kinzigtal-Radweg, bin hier bei Losburg-Roth rechts abgebogen zu der Kinzigquelle, um die mir mal anzuschauen. Und jetzt geht gleich, besser gesagt, jetzt beginnt gleich meine Kinzigtal-Radtour, wenn ich jetzt wieder zurückfahre auf meinen ursprünglichen Radweg. Und jetzt geht's los. Losburg-Roth habe ich jetzt verlassen und bin jetzt wieder auf meinem Kinzigradweg. Im Moment geht es wieder durch ein Stückchen Wald. Und zum Kinzigradweg wollte ich noch sagen, der startet ja in Freudenstadt am Marktplatz. Da ging es dann aus Freudenstadt raus, dann ging es gleich durch ein Stückchen Wald. Da ging es nochmal den Berg hoch, da musste man ein bisschen aufpassen. Der Weg war ein bisschen unwegsam. Und jetzt geht es hier weiter. Mein nächstgrößerer Ort ist Alpiersbach. Jetzt fahre ich auch schon einige Zeit hier durch dieses Waldstück oberhalb vom Kinzigtal. Ja, und in Losburg, da war eine Baustelle. Da folgte ich jetzt einfach nur noch dem Radschild nach Alpiersbach. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich überhaupt noch auf dem Kinzigtal-Radweg bin. Aber das werde ich jetzt gleich in Alpiersbach erfahren. So, in Alpiersbach angekommen. Jetzt sehen wir auch mal wieder schön die Kinzig. Kurzer Aufenthalt in Alpiersbach ist beendet. Ich habe mir noch ein schönes Alpiersbacher Naturtriebradler geholt für meine Pause später. Und ja, die Route im Kinzigtal-Radweg, was ich vorhin gesagt habe, in dem Waldstück, da gibt es anscheinend noch eine Alternativroute. Irgendwie war ich dann doch richtig oder falsch. Ich kann es gar nicht genau sagen. Okay, jedenfalls bin ich jetzt wieder auf der richtigen Route und nächster Ort ist Schenkenzell.
Es geht weiter nach der Mittagspause. Es gab von allem was, Wurst, Käse, Gurke und noch zum Schluss ein schönes Radler Naturtrüb. Aber jetzt muss ich mich weitermachen, weil ich habe noch einiges an Kilometer zu fahren für heute. Die ganze Zeit an der Bundesstraße entlang gefahren, ein Stückchen. Und hier links neben der Bundesstraße fließt die Kinzig. Und jetzt überquere ich die Kinzig und auf der anderen Seite geht es weiter. Und zu der Kinzig muss ich noch sagen, die ist ca. 90 Kilometer lang. Der Ursprung ist, wo ich vorhin war, bei Losburg-Roth. Und sie mündet in den Rhein bei Offenburg-Auenheim. Genau. Schönen Ort Schlittach mit seinen Vororten habe ich passiert und es geht jetzt hier auch wieder an der Bundesstraße entlang, schon eine ganze Weile. Die Aussicht ist gut, der Radweg ist auch gut, ich muss die Autos stören halt ein bisschen, weil sie laut sind. Der nächste Ort ist dann Wolfach und das sind circa noch 6 Kilometer.
Ich habe jetzt hier mal Halt gemacht, unten an der Kinzig, kurz vor Wohlfahrt, weil jetzt habe ich hier mal endlich einen schönen Platz an der Kinzig erwischt. Da vorne ist noch ein schöner Rastplatz dabei, aber für mich geht es jetzt gleich wieder weiter. Nächsten schönen Ort habe ich jetzt auch passiert, Wolfach. Nach Halsach sind es noch 12 Kilometer und nach Hausach 4,7 Kilometer. Das sind meine nächsten Orte. Seit längerer Zeit fahre ich jetzt hier immer schön an der Kinzig entlang. Einmal auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite und einmal ein bisschen näher an der Bundesstraße und einmal ein bisschen weiter weg von der Bundesstraße. So kann es weitergehen, so macht es Spaß. Noch mal was zu der Zugfahrt heute Morgen sagen, und zwar bin ich ja von Offenburg nach Freudenstadt gefahren und da fährt man genau durch dieselben Ortschaften durch, wo ich jetzt auch mit dem Fahrrad dran vorbeifahre Richtung Offenburg. Also man kann sich alles schon vorher genau ansehen. Da vorne blicken wir noch mal zurück auf Hausach. Die Burg da oben, wie die heißt, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Und nach Halsach sind es jetzt noch circa 6 Kilometer. Und genau das war der Zug, mit dem ich hergefahren bin. Bloß fährt er zurück.
Jetzt bin ich hier oben wieder auf dem Kinzigdamm. Und das Kinzigwasser habe ich vorhin auch mal kurz getestet. Das war eine schöne Erfrischung. Ja, und nach Offenburg sind es noch 27 Kilometer. Kurze Stärkung musste jetzt mal sein und unser nächster Ort heißt Biberach. Jetzt vor Biberach haben wir jetzt noch mal den Ort Steinach passiert. Der Ortenaukreis. Jetzt durch den Ort Biberach. Biberach haben wir jetzt mehrere kleine Ortschaften passiert und jetzt rollen wir auf Gengenbach zu. Das sind circa noch 5 Kilometer und nach Offenburg sind es dann noch 15 Kilometer. Oder 14 kann auch sein, dass ich jetzt schon wieder einen gepackt habe.
jedenfalls nicht mehr ganz so weit. Ich habe mich jetzt etwas länger in Gengenbach aufgehalten. Wie ihr gesehen habt, hat es eine sehr schöne Altstadt, das kleine Städtchen hier an der Kinzig. Aber jetzt habe ich leider wieder weiter gemusst. Ich wäre gerne dort geblieben, aber Offenburg wartet ja auf mich. Das ist jetzt auch nicht mehr weit. Jetzt, wo auch meine Kinzig-Tour bald beendet ist, will ich noch mal kurz was zum Radweg sagen. Und zwar das erste Stück zwischen Freudenstadt und Albiersbach. Da ging es ja, wie gesagt, schon den Wald hoch. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man bergab fährt, auf den Schotterpisten, sag ich mal jetzt, dass man nicht hinfällt, ja. Besonders wenn man Kinder dabei hat. Aber danach war der Radweg fast immer super und gut. Schön asphaltiert. Ja, und aufpassen muss man trotzdem immer ein bisschen bergab. Ab und zu kommt noch ein Buckel, aber es geht ja von Freudenstadt grundsätzlich bis nach Offenburg immer bergab. So, liebe Freunde, ich bin jetzt hier bei Offenburg nochmal so eine kleine Kinzigbrücke hochgelaufen und da wollte ich mich jetzt auch verabschieden und die heutige Etappe beenden. Die Kinzig-Radtour durch den schönen Schwarzwald. Auf der anderen Seite zeige ich euch jetzt nochmal kurz. Da fließt die Kinzig weiter Richtung Rhein
und mündet dann bei Auenheim in den Rhein, ja. Da werde ich jetzt aber nicht mehr hinfahren, da war ich ja schon bei meiner Rheinetappe. Okay, ich mache jetzt noch ein bisschen nach Offenburg und wir sehen uns dann beim nächsten Video.